Hier, er kann das haben. Und ich gebe ihm meine, ja, Ballesttrainer, die mir jetzt oft runtergefallen ist. Er wird jetzt die nächsten 20 Jahre seines Lebens darauf verwenden, die Jedi Die zurückzubauen. Räder der Zeit klicken laut. Klick, klick, klick. Wieder einmal hat sich das Schicksal erfüllt. Und ja, während der Magister die Waffe betrachtet, oben stehen bleibt und fasziniert in das Rohr reinschaut, wird Alric Donatian euch die Treppe nach unten führen. Es sieht relativ unspannend aus. Er steht in einem ähnlichen Raum. Nicht ganz so groß, aber es gibt hier einen identischen achteckigen Sockel, beziehungsweise so wie es auch bei der Leftan-Statue war. Und darauf könnt ihr einen Gürtel erkennen. Prachtvoll, schwarzes Leder, kleine Münzen und Perlen, die an ihm angebracht sind, Kettchen aus Gold und feinste schwarze Seide, die an ihm herunterhängt. Es riecht, er verströmt ein... Oh, dieser Geruch. Dieser Geruch, der von diesem Gürtel ausgeht. Atemberaubend. Ich hoffe, niemand hat die hanebüchene Idee, das Ding anzufassen. Aber ihr riecht genau wie der Gürtel. Ich rieche besser. Ben? Da machen wir doch mal eine Selbstbeherrschung. Moment. Aber mir hat herausragenden Geruch. Moment. Herausragendes so. Aussehen und Wohlklang. Das ist genau. Nicht herausragender so. Geruch. Stimmt, er riecht nicht gut. Also oben, er riecht oben, wie oben roch es so, ja. Ach so, okay, dann habe ich das missinterpretiert beim letzten Mal. Nein, ich habe mich geirrt. Das braucht etwas Stollen Nummer 5. Danke, jeder wird wie immer hervorragend vorbereitet. Nun, der wird diesen speziellen Angriff auf unsere Sinne hinter uns haben. Müssen wir eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln? Nee, bei dem Gürtel noch nicht. Also er sieht wirklich hübsch aus. Und er könnte euch sogar allen passen. Also sowohl dem kleinen, dicken Boltax, als auch dem großen Rafim, als auch der schmächtigen Zulamine. Er sieht so aus, als würde euch allen passen. Ich bestäube den Gürtel, wie gesagt, mit Stoll Nummer 5, weil ich das angenehmer finde. Vermutlich ist das tatsächlich hilfreich. Nein, ist es nicht. Also du kannst eine ganze Flasche mehr machen. Es wird hier weiterhin nach Leder riechen. Sulamin, könnt ihr nicht eure Göttin anrufen, damit dieser Gürtel entrückt wird in ihre, nun ja, Schatzkammer? Nein, das kann ich nicht. Meine Göttin ist nicht der Listenreiche. Sie nimmt keine Geschenke auf diese Weise an. Nun, sie könnte ihn aber verwahren für euch. Ihr solltet nicht gierig in der Lage werden. Ihr habt die Götter doch bereits ein Geschenk von mir erhalten. Wären die Götter in der Lage, ein solches Artefakt sicher zu verwahren, wären sie nicht mehr in der dritten Sphäre. Wie gesagt, ich kenne keine Liturgie dafür. Meine jetzige Intuition wäre, dass wir Donatian die Zeilen schreiben, um die er gebeten hat. Aber mir ist immer noch nicht klar, wie uns das in unserer Gegenwart weiterhelfen soll. Nun, unser Ziel war es doch, den Gürtel dem Einfluss von, ihr wisst schon, wem vorzuenthalten. Donatian, wenn ihr... Und inwiefern gelingt das auf diese Weise? Nun, wenn wir den Gürtel nicht auftreiben könnten, trotz all dieser Bemühungen. Donatian, ohne mir zu viele Details zu nennen, wohin schafft ihr den Gürtel als nächstes? In wie viel? 400 Jahren? Nun, ich habe ihn... Im Jahr 580 trat ich dem Belkalel-Kult bei und kehrte zurück nach Aranien. Hier habe ich ihn mit der Hilfe von Magister Borberat gefunden. Wie gesagt, ich beschwörte einen Dämon und brachte ihn an mich. Ich versuchte ihn zu kontrollieren. Ich habe ihn analysiert, seine Struktur aufgeklärt. Es ist übrigens ausgesprochen interessant, dass er auch auf der magischen Ebene seine Natur verbirgt. Vielleicht so etwas wie einen Schleier der Unwissenheit, der auf ihm liegt. Es haftet keinerlei verborgene oder dämonische Magie an ihm. Zumindest offensichtliche nicht. Wir wissen natürlich alle, dass das nicht stimmt. Dürfte ich eine Frage stellen? Ihr dürft? Habt ihr versucht, ihn in den Schlund zu werfen?
Ich habe ihn vielfach vernichtet, nachdem ich begriffen habe, dass ich ihn nicht tragen kann. Und im Schlund? Ich sagte bereits, ich habe ihn vielfach vernichtet. Aber im Schlund? Das Problem ist nicht, dass er nicht vernichtet werden kann. Das Problem ist, dass er zurückkehrt. Schafft ihr ihn denn an einen Ort, auf dem jemand, der, sagen wir, die gesamte Ostküste des Kontinents in seiner Reichweite zählt, ihn nicht erreichen könnte? Einfache Frage. Ja oder nein? Was meint ihr damit? Oh, ach so, ihr seid gar nicht im Bilde. Nun, wir sind aufgebrochen, um Darion Palligan zu stürzen, der das sogenannte, wie hat er es einmal bezeichnet? Weiß nicht, wer das ist. Ach so, er paktiert mit der tiefen Tochter oder gewissermaßen auch nicht. Die tiefe Tochter ist mittlerweile gegen ihn und er hat einen Spross oder vielleicht auch nicht von ihr entfesselt. Seid ihr mit dem Namen Bahamut vertraut? Das sagt mir nichts. Es ist eine primordiale Entität. Er hat einen Mantel in seinem Besitz, der dem Gürtel in vieler Hinsicht ähnelt. Er rafft die Teile des Frevlergewandes zusammen, soweit wir beurteilen können. Zumindest die, der er rafft werden kann. Nun, den Ring, den Razazor getragen hat, konnten wir ja zum Glück. Nun ja. Ich weiß, dass dies ein Teil des Frevlergewandes ist, korrekt. Aber ähnlich wie all die anderen Gegenstücke, die ich nicht kenne und die ich nie hatte, werden sie laut meinem Meister wieder zurückkehren, sollten sie einmal vernichtet worden sein. Und deswegen ich frage einmal habe ich mehr. In der Zeit versteckt. Erklärt es uns also bitte ein wenig genauer. Wo ist der Gürtel im 1030. Jahre nach dem Fall von Bosparan? Nicht da. Ich habe ihn mitgenommen. Ihr meint, ihr habt den Gürtel mit zurück in der Zeit genommen. Okay. Habt dann allerdings einen anderen Gürtel in einem anderen Punkt der Zeit wieder aus dem Fluss befreit? Ihn hierher gebracht. Ihn hier sicher verwahrt, bis ihr ihn in im Jahre 600 und wie viel noch gleich? 580 wieder befreit hattet und ihn wieder in die Vergangenheit brachtet und so stehst du sich ewig fort. Der Gürtel ist einzigartig. Man kann keine Kopie erschaffen. Er löscht sich selbst aus. Es ist also nicht möglich nach dem Jahre. Er ist nicht vernichtet, sondern nur an einer Stelle. Es ist also nicht möglich, ihn nach dem Jahre 580 noch in den Besitz zu bekommen. Sagen wir 590, ja. Kapitania, ich denke, wir sind hier fertig. Ja, ich möchte nur einige Risiken noch ausschließen. Wir sind nicht die Einzigen, die aus der Zukunft hierher gekommen sind. Wie können wir sicherstellen, dass tatsächlich alle wieder gehen und uns nicht jemand entgeht, der vielleicht etwas ändern könnte? Das hat Abel mir doch erklärt, die Zeit regelt sich von selbst. Wie ich bereits sagte, am 5. Gründertag, also in 4 Tagen, wird diese gesamte Stadt versunken sein. Wie geschieht dies? Warum geht Yerkesh unter? Weil ein zweites Desiderat gestohlen wird, nicht der Gürtel, sondern etwas, hinter dem ganz andere Mächte hinterher sind. Die Statue. Korrekt. Die Statue des Balad Gilevatan wird entfernt. Ihr wollt mir also sagen, dass meine Vorgänger schuld am Fall von Yerkesh sind? Ich weiß nicht, ob man euch das gesagt hat, aber ich stamme aus dem Tempel zu Fasar. Da taucht die Statue zumindest im Lauf der Zeit auf. Ich habe sie dort auch einmal gesehen. Korrekt. Aber der Angriff geht aus Elam aus. Nun gut, dann haben wir wohl nur die erste Welle zurückgeschlagen. Die Echsen. Sie haben sich mit den Elamiten verbündet und ihre Krieger geschickt, um die 3 Leviathanim zu befreien, die damals auch von Rashtul Ashek gebunden worden sind. Es sind also Echsen, die hier gebunden sind. Und sie müssen ihr Werk tun. Yerkesh wird untergehen und die Götter werden danach alles verschleiern, besiegeln. Bahandra wird den Regen schicken und einen gewaltigen See an dieser Stelle erschaffen. Diesen See habe ich zurückgedrängt.
später damals, unwissend. Ich hätte noch eine Frage, Donny. Wir haben Pforten des Grauens auf Maraskan gesehen. Und ein guter alter Freund, er meinte, dass man eventuell mit dem Tetraeder diese Pforten des Grauens, die nebeneinander lagen, nun eine sympatrische Koexistenz aufheben könnte. Lehrt uns eure Weisheit. Wie können wir eine solche schließen? Richtig. Alles, was ihr braucht, ist meine Tochter. Nun, und sie kann den Tetraeder benutzen. Ohne Anleitung? Es ist ihr ins Blut geschrieben. Dann, ich denke, Kapitän, ja, wir sind bereit, die Rätselqueste für uns selbst auszubringen. Hm? Bin ich der Einzige, der diese Informationen, die uns dieser Paktierer hier auftischt, nicht glaubt? Ja. Ja. Alle Informationen, die er uns gibt, könnten Lügen sein. Alle Informationen, die er uns gibt, decken sich mit der Realität, wie wir sie kennen. Ja, eine gute Lüge ist sehr nah an der Wahrheit. Habt ihr das noch nie verstanden? Ihr könnt gerne nach dem Gürtel greifen. Legt ihn auch meinetwegen um. Versucht es. Ich würde niemals so ein Packgeschenk umlegen. Dann nehmt ihn vom Sockel, wenn ihr mir nicht vertraut. Aber mir, solange ihr hier keine Lösung der Sache habt, die in Mord und nicht in Mord und Totschlag endet. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir nicht den Worten dieses Paktierers glauben sollten. Ich habe eine bessere Idee. Wir warten 5 Tage. Dann sehen wir, ob Jerkisch untergeht und das Ganze verschleiert wird oder nicht. Wir sollen uns 5 weitere Tage hier aufhalten. Nun, bisher war unser Aufenthalt hier nicht so unangenehm. Würde euch dies zufriedenstellen, Adelmir. Aber eine Frage wurde sich mir noch nicht richtig erschlossen. Was war das mit den verdammten Bildern? Was ist mit den Menschenopfern? Das war eine Frage, was ich... Was ich hat sagen? Euch zur Umkehr bewogen? Dieser Ort? Dieser Ort. Führt aus. Wenn ihr wollt, führe ich euch einen weiteren Stock nach unten. Aber dann solltet ihr tatsächlich starke Herzen haben. Nun, wir haben nicht die erste Pforte des Grauens gesehen, wie wir vielleicht schon mitgeteilt haben. Ich kann einen Harmoniesegen auf uns sprechen. Was war ist da unten? Nie so nah dran einer Pforte. Ihr erinnert euch auf Maraskan? Es hat uns fast das Leben gekostet. Es hat euch fast das Leben gekostet, weil ihr wie immer ein Stümper wart. Und ihr habt euch im Hintergrund gehalten, weil ihr ein Feigling. Weil ich den nötigen Respekt vor phyrologischen. Und jetzt wollt ihr hinuntersteigen und in freiwillig diese Fort betrachten? Ja, und ich das habe wäre ein größer euch, Gewinn für die Wissenschaft. Und ich habe euch meine Kraft zur Verfügung gestellt, Abelmir, und ich werde auch mit Serpentilio gehen. Ich vertraue Serpentilio nicht vollständig, aber zur Not kann ich ihn schubsen. Raphim, ihr solltet mitkommen. Falls ungewollte Dinge passieren, zieht uns raus, ja? Ja, wie immer, ich höre und gehorche. Und Tsunamin, was machen wir überhaupt? Ich habe nicht aufgepasst. Und ihr dürft nicht vergessen, dass ich schon einmal aus den Niederhöhlen wieder aufgestiegen bin. Oh, da ist noch eine Kleinigkeit, Donation. Wenn wir euch sollen, die Rätselqueste auszubringen, bräuchten wir, wie gesagt, eine winzig kleine Gegenleistung. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, wir benötigen den Tetraeder. Den Tetraeder habt ihr doch bereits. Den Tetraeder aus unserer Zeit. Nun, diese Frau da hat ihn. Sie ist nicht bereit, ihn uns auszuhändigen, ohne den Gürtel der Welkerin mitzunehmen. Ihr versteht mein Problem. Kelbarra schaut dich misstrauisch an. Wenn ihr sie davon überzeugen könntet, uns das den Gegenstand auszuhändigen, wären wir sehr froh, eurem Plan zuzustimmen. Kelbarra, was denkt ihr über all dies? Hat er euch überzeugt, dass ihr von eurem Plan, den Gürtel an euch zu bringen, ablasst? Also, ich kann das nicht entscheiden. Wenn ihr sagt, dass er nicht lügt und dass der Gürtel hier bereits in der Zeit gefangen ist, wenn wir uns dafür gemeinsam entscheiden, dass er hier bleibt, dann bin ich damit zufrieden, weil er dann ja vernichtet wäre. Danach würde ich euch tatsächlich den Tetraeder geben. Solltet ihr allerdings den Gürtel mitnehmen und danach passiert irgendetwas anderes, dann
dann müsste ich tatsächlich den Tetraeder behalten und so lange warten, bis wir ihn vernichtet haben. Das Problem ist, der Gürtel wird nicht vernichtet, sondern nur versteckt. Der Gürtel ist in unserer Zeit nicht zugreifbar. Ich denke, das ist das Beste, worauf wir hoffen können. Er ist sehr viel effizienter versteckt, als wenn ihr ihn jetzt in die Zukunft bringt und dort vernichten wollt und es nicht gelingt. Magister, aber wenn... habt ihr denn einen anderen Plan zur Vernichtung? Also außer ihn in den Schlund zu werfen? Denn das, was ich mit den drei Augen sagte, mit dem eher Mühe, ist wirklich spekulativ. Und ich habe hochgepokert. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das muss ich an dieser Stelle zugeben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob man mit einem eher Mühe ein Teil des Frevlergewandes vernichten kann. Das weiß ich nicht. Da habe ich hochgepokert. Das gebe ich an dieser Stelle offen zu. Aber ich möchte nachher nicht schuld sein, wenn dieses Artefakt wieder in die Hände von jemandem fällt, der damit nicht umgehen kann. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich hätte eine Frage an euch. Wenn wir damit zur See fahren würden, würde die Gefahr steigen, dass Darion Paligan ihn an sich bringt. Donny, ich hätte eine Frage an euch. Ich würde doch also darum bitten, dass ihr mich mit Magier Graf ansprecht oder mir den gewissen Respekt entgegenbringe, den ich auch euch entgegenbringe. Ach, ich habe diese Verfehlung bereits einmal ignoriert. Ein weiteres Mal wird es nicht geschehen. Ja, jetzt kommt. Geht davon aus, dass ich ein mächtiger Beherrscher bin. Ja, ich weiß. Wie der Kopter auch. Aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle. Nun, mir ist es gelungen, die Chassmania zu entrücken. Bitte, was bedeutet das? Erinnert ihr euch, als wir mit Kiaras damals noch durch diese Rosenhecke durchgeritten sind und dann zu dieser Festung, das war so unangenehm, wo Iphemia uns dann noch zu Hilfe gekommen ist. Habt ihr einen Punkt? Keshal Taref. Ja, Keshal Taref. Was habt ihr mit ihr gemacht? Sie ist eine Tagesherrscherin. Richtig, aber sie war zu dem Zeitpunkt bereits versteinert. Also rief ich einen mächtigen Elementar, der sie direkt in die elementare Zitadelle sperrte. Und? Dort kann nichts hinaus. Wenn es nicht dem Elementaren selbst gefällig ist. Und der wird sie sicherlich nicht mehr rauslassen. Aber verunreinigt es nicht die Zitadelle? Wir werden keine dämonische Materie einem Elementar hereinübertragen. Dies hat sich in der Vergangenheit wiederholt und wiederholt als phänomenal schlechte Idee erwiesen. Es führt immer zur Verderbnis des Elementes. Jedes einzelne Mal. Ohne Fehl. Magier Graf, ich habe eine Entscheidung getroffen. Wir werden jetzt auf keinen Fall hinunter zur Pforte des Grauens steigen. Wir werden zumindest noch eine Nacht hier verweilen und über die Sache nachdenken. Ich werde meine Göttin um Einsicht bitten und morgen, so denke ich, werden wir uns erneut treffen und diese Worte niederschreiben und vielleicht entscheiden wir uns dann noch dazu, dass wir die Pforte sehen wollen. Aber wir werden das jetzt nicht unvorbereitet tun. Ist das für euch in Ordnung? Er verbeugt sich. Tu es, oh Tochter. Nun, dann haben wir ja eine probate Lösung. Ich sagte ja immer, in der Ruhe liegt die Kraft und abwarten hilft uns. Und Donation, ihr habt vollkommen recht. Respekt ist keine Einbahnstraße. Ich gehe davon aus, dass die tote Priesterin euer Problem ist. Das ist sie. Gut, denn sonst können wir es uns nicht leisten, länger zu bleiben. Ich werde mit Aulus darüber sprechen. Wenn sie tot ist, wer kümmert sich dann dafür, dass Femia da oben auch hinter verschlossenen Mauern bleibt? Der Statthalter. Und der Fürst. Ich vermute, Aulus wird ein gutes Wort für uns einlegen, nicht wahr? Aulus steht die Treppe. Ich wollte Aulus bastelt. Aulus steht über euch, die Treppe über euch. Der ist nicht runtergekommen. So. Aulus steht die Treppe über euch, ein Stockwerk darüber und schaut immer noch in den Lauf der Balistrine. Achso, okay. Die ist nicht geladen, oder? Nein. Darf ich eine Vermutung anstellen, guter Mann? Ihr dürft. Dass die beiden so entspannt reagieren, ist eurer Magie zu verantworten.
Wen meint ihr mit die beiden? Die beiden, die da oben noch sind. Dessen Priesterin er gerade erschossen hat. Ja, zurzeit ist nur Magister Aulus da. Der andere Statthalter ist im Krakow geblieben. Noch habe ich ihn nicht kontrolliert. Ich kann das aber selbstverständlich tun, wenn ihr mögt. Er scheint hinreichend unter Kontrolle zu sein. Und sehr entspannt, was eure finsteren Prophezeiungen angeht. Naja, sagen wir es mal so, was haben wir damit noch zu verlieren? Wir müssen unter Umständen noch 4 Tage hier verbringen. Wir sollten uns keine Feinde machen. Ich bin ganz ehrlich, ihn 4 Tage zu beherrschen, haltet ihr das für ein Problem? Ohne Probleme. Nun dann? Zweifelt ihr an seinen Fähigkeiten, Serpentilio, weil ihr die ganze Zeit von ihm schwärmt? Wenn er seiner Sache sicher ist, dann nicht, nein. Kommt mit. Gut, ich denke nicht, dass er zurückgehen sollte und erzählen, was hier geschehen ist. Ihr habt recht, wenige besonnene Gemüter könnten es falsch auffassen. Verzeiht, könnten es richtig auffassen und entsprechend handeln. Er geht nach oben und trifft dort Magister Aulus so an, wie er dort eben auch zurückgelassen worden ist. Schaut da wohl gerade irgendwie sich die Trommel an, wo dann die Bolzen eingelegt werden. Imperavi, geh und erforsche diesen Zauberstab. Sieh, Abelmir, das ist dein Vorfahr. Ja, der lässt sich sehr leicht beherrschen. Aulus, dessen Erbe trägst du in den Adern. Aulus steckt die Balestrina an den Gürtel. Ich werde sofort nach Bosporan reiten, Herr. Es ist nicht mein Vorfahr. Er hätte nicht an die Armbrust gedacht. Das war sein Fehler. Siehst du, Rafim, du könntest das besser. Die Räder der Zeit klicken über euch. Und Diamantis ist dafür verantwortlich, dass die Horasier die Balestrina erfanden, um viel später damit den Sieg über die Schwarze Armada zu bringen.